Ich trainiere jetzt, glaube ich, etwa 4 Jahre, also ein bisschen mehr als 4 Jahre. Und am Anfang war es einfach so aus Jux gewesen. Also ich und mein Bruder haben uns einfach mal angemeldet im Fitness und ich bin halt immer mal wieder gegangen. Und ja, es hat sich dann so ein bisschen entwickelt, dass ich auch immer mehr gegangen bin. Dann irgendwann angefangen habe, meine Trainings aufzusplitten, also verschiedene Sachen zu trainieren an verschiedenen Tagen. Und ja, so bin ich wie so ein bisschen in da reingerutscht. Für mich bedeutet Disziplin, dass man sich Ziele setzt und sich den Ziel bewusst ist und die Ziele dann auch verfolgt. Also, dass man dann nicht einfach anfängt zu sagen, ja, mache ich morgen oder mache ich übermorgen, sondern einfach die Ziele vor Augen hat und dann seinen Weg geht. Logischerweise geht der Weg nicht geradeaus, aber dass man sich auch versucht, das Beste zu geben. Es ist sicher nicht einfach, zum Schule und Sport unter einen Hut zu kriegen. Aber ich glaube, dadurch, dass ich im Fitness so diszipliniert sein muss und halt auch strikt auf meine Sachen schauen und mein Zeug planen, schaffe ich auch im Schulalltag etwas besser. Die Ernährung ist eigentlich sozusagen der Hauptteil von meiner Arbeit im Sport. Da es halt wichtig ist, zum Muskel aufbauen, halt genug Protein zu essen. Und jetzt momentan in der Diät vor allem halt auch wichtig, darauf zu schauen, dass man eben nicht zu viele Kalorien isst, weil man sonst halt nicht abnimmt. Und momentan ernähre ich mich sehr kohlenhydratarm und dafür ein bisschen mehr Fett. Ich nehme auch Nahrungsergänzungsmittel, da es mir einfach nicht möglich ist, so viel Protein allein durchs Essen aufzunehmen. Nehme ich vor allem Protein und sonst zum Teil, jetzt gerade auf den Winter zu, wieder Vitamin, damit dann auch alles passt. Ursprünglich war mal die Idee, dass ich den Wettkampf mache, um meine Maturaarbeit darüber zu schreiben. Das hat aber die Schule dann nicht so cool gefunden. Aber ich habe dann gefunden, ja, irgendwie reizt es mich schon mal, um die Erfahrung einfach zu machen. Und deswegen habe ich dann gefunden, ja, ich melde mich gleich an. Vierteldreieck nach rechts. In dem Moment, wo du auf der Bühne bist, musst du wirklich spannen. Besser. Am Wettkampf begleite ich mit Edith. Sie hat selber auch schon Wettkämpfe gemacht und das ist für mich wichtig, weil sie hat einfach die Erfahrung und weiß, wie der ganze Ablauf. Aktiv vorbereitet habe ich mich jetzt sicher 6 Monate auf den Wettkampf. Sind logischerweise nicht nur etwas für Männer. Auch wir Frauen haben Muskeln. Und wieso sollten wir die nicht brauchen? Und wieso sollten wir die nicht formen? Bewertet wird halt vor allem das Gesamtbild. Also Muskelgruppen, wie sind sie ausgeprägt, Symmetrie, sieht es gut aus, wie ist der Lauf einer Athletin, also wie läuft sie? Platz Nummer 2. Stefanie Rechtsteiner! Und mit einem riesigen Applaus entlassen wir Ladies! Charlie, Stefanie, Kenny, Alina, Alina.
Ja, danke schön. Oh mein Gott. Ich bin noch nicht mal mit Schuhen zu, gell? Ich darf dich nicht aus den Augen lassen. Das ist auch mal schön. Ja. Thema Doping wird ja immer wieder mit so Wettkämpfen in Verbindung gebracht. Und bei uns im Verband wird getestet. Also die ersten 3 Platzierten werden getestet, also Urinproben werden genommen. Und deswegen glaube ich, bei uns sind jetzt nicht wirklich Leute da. Was? Ja. Ja, super. Hast du mir etwas geben wollen zum Trägen? Ja, nein, da brauche ich nicht. Ja. Hey, voll nicht, voll easy, oh chill mal. Mit meiner Leistung vom Wettkampf bin ich sehr zufrieden. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich so gut abschneiden werde, weil Vize-Schweizermeisterin für den ersten Wettkampf ist wirklich ein super Resultat und bin mega glücklich darüber. Privat sind meine Ziele momentan, um meine Matura erfolgreich abschließen und nachher sicher ein Studium anfangen. Und sportlich habe ich mir jetzt gerade momentan noch kein Ziel gesetzt, ein neues, aber ich bin mir fast sicher, dass ich irgendwann wieder auf der Bühne stehen werde. Ein Dokumentarfilm macht. Es ist. Ja, yeah, das machen wir so. Für mich ist gut, für mich ist gut. Ich tue nur dokumentieren. Jeder darf machen, was er will, weil jeder steht zu dem, was er macht. Herzlich willkommen zum Interview. Ich bin Stefanie. Ich habe heute schon so viele illegale Sachen gemacht.